Syntastisches Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video, denn heute gibt es ja wieder ein Hide-and-Seek-Video. Mit dabei ist der übliche Pat. Hallihallöchen! Hä, Pat, wo bist du denn? Hallo? Hier! Seht ihr Pat? Genau, und heute geht es nämlich um ein Obsidian-Hide-and-Seek. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne jetzt allen Like, da wir uns beide richtig freuen. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und wenn du noch nicht in der Synth-Army bist, kannst du euch diesen Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, um so nichts mehr zu verpassen. Can't wait so we can break about the heat. Hey, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Und ich habe jetzt wieder 30 Sekunden Zeit, mich zu verstecken. Der Pat zählt die letzten 5 Sekunden von den 30 Sekunden laut, ne? So sieht's aus, genau. Ich fange da auch mal an zu zählen. Und heute ist es richtig schwierig. Wir haben uns mal so angeguckt. Es ist richtig schwer, sich hier zu, was hier jemanden zu finden, weil dann eben die Textur richtig gut ist. Und schreibt gerne weitere Blöcke in die Kommentare, mit wem wir das halt eben auch mal machen können. Genau, oder andere Sachen, Specials, was weiß ich, da sind wir offen für alles. Und ja, Pat, sonst gibt es nichts weiteres zu erzählen. Feedback bei den letzten Folgen war ja richtig gut, also ja. Ich hatte es ja richtig 25, 26, oh Gott. 27, 28, 29 und 30. Okay, Leute, ich habe jetzt nicht das Beste versteckt, deswegen, wir machen natürlich mehrere Runden, ne? Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht das beste Versteck. Und wir haben die Map im Vergleich zum letzten Mal noch einen Ticken kleiner gemacht. Ja, einfach, dass es dann noch besser geht und wir halt auch mehrere Runden spielen können. Moment mal, darf ich in der First Person suchen oder Third Person? Oder was ist hier der Plan? Wir wollen was machen. Wollen wir erste Runde mit Third Person machen? Ja, oder? Können wir machen. Okay, dann gerne. Okay. Oder ich würde sogar sagen, wir machen erste Runde First Person. Dann ist es ein bisschen schwieriger am Anfang. Okay, dann machen wir so die erste Runde darf der Pat danach ich nur mit der First Person suchen. Mhm. Ich bin mal gespannt, was du dir für ein Versteck ausgesucht hast. Aber wir machen das nicht wie beim letzten Mal, wo man sich dann in so einen Block reinglitscht, oder? Nein, okay, würde ich sagen. Weil sonst ist es echt unfair, weil der Bug das war, ist manchmal. Das war nämlich ein bisschen schwierig und es hat auch ein bisschen was mit dem Glück zu tun, ob man einen findet. Genau. So, und ich habe auf die, bei dieses Mal ist nicht gerade das beste Versteck. Ja, So. Ah! Nein! Ich sehe dich nicht, oder? Okay. Oh Gott, ich dachte ernsthaft, Leute, er hat mich nicht gesehen. Ihr wahrscheinlich auch. Aber dann. Okay, aber es war jetzt auch nicht das Beste, weil ich war mir unsicher, wo ich mich hinlegen soll. Ja, klar. Verstehe. Okay, dann nehme ich jetzt das Diamantschwert. Genau, hier. Genau, und du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, dich eben zu verstecken, Pat, dann geht's jetzt mal los. So, was geht los? So lange zähle ich im Kopf und tue so lange mein Inventar sortieren, dass ich mir noch ein bisschen Essen gebe. So, und gerade eben, wie fandest du das Versteck, war jetzt nicht so schwierig, ne? Nee, das war tatsächlich nicht so schwierig, aber trotzdem war der Gedanke nicht schlecht. Und ihr könnt euch auch immer in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt suche und einen Pet zum Beispiel nicht sehe, ja, ob ich eben an ihm vorbeigelaufen bin, weil letztes Mal im Video bin ich so oft am Pet vorbeigelaufen, ne? Aber ich hab's einfach nicht gesehen in der Aufnahme und ihr habt mir dann in die Kommentare geschrieben, Sönze, du bist so blöd, du Blindfisch, aber oh Gott. Das war schon ein bisschen gemein. Genau, aber naja, dann würde ich sagen, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, versteckt oder nicht, Sönze kommt. So. Okay. Leute, ich glaube, ihr seht, was ich sehe, oder? Ja. Wartet mal, das im Normalfall ist es jetzt hier. Hä? Ich könnte schwören, dass ich dich gerade gesehen habe hier. Dass du hier oben warst. Ich könnte schwören. Hä, auf dem Block. Hä, Leute, das war doch Pat da oben. Dann ist er locker jetzt weitergelaufen. Nein. Hä? Wo ist Pat? Der war gerade eben, ich könnte schwören, ich kümmere die Aufnahme an. Ich habe dich nämlich gerade gesehen, gell? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du meinst, aber wir gucken in der First Person, ne? Ja, ich habe dich in der Dings gesehen, in der Ecke vom Spawnpoint noch oben. Habe ich dich in der Ecke ganz hinten rechts gesehen. Ich hab's nicht verschaut. Nein, das gucke ich mir in der Aufnahme. Ich bin doch, oh sorry, ich bin doch in Game Mode 1, Moment. So kein jetzt. Problem. Aber du, ich kann dir so sagen, wie es ist, ich bin nicht irgendwie. Aber warst du da Nähe? Jetzt mal ganz ehrlich, warst du da gerade eben? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Mensch, vielleicht bin ich da wieder. Na, da war ich gerade schon. So. Hier vielleicht irgendwo unten. Nee, aber ihr habt gesehen, guck mal, wie schwierig das ist, weil diese Textur ist halt eben so gut dieses Mal gemacht, ne?
also, da ist man schon ein bisschen... Ich darf aber in der Third Person umschauen, ne? Ja, klar, okay, auf jeden Fall. Gut. Dass du halt auch sehen kannst, wann ich kommen soll. Dass kann ich auch mal ganz kurz Essen geben, weil das ist ein bisschen doof. Ja, ja, kein Problem. Wenn ich dann sonst wegrennen muss, dann habe ich ja gar keine Chance. Ja, so. Weil man muss immer den anderen Spieler natürlich töten. Genau, ist ja Verstecken fangen, ne? Da muss Verstecken, man den anderen fangen. Auch gut und gerne mal etwas eingreifen. Hey, was ist das da hinten gewesen? Ah, ich sehe dich! Mann, ey, das ist so verdammt unfair gewesen. Man zieht dein Essen deswegen. Wo bist du? Das war so... Oh. Wo bist du? Ich hab dir noch nicht getötet. Hier vielleicht? Nee. Oh Gott, ich war in Third Person gerade. Aber hier. Nein, ich hab dich verloren. Mann. Ich hab dich gesehen. Ich dachte, hä, da wäre irgendwie ein Lichtbug oder sowas. Aber dann war es das Hühnchen auf deinem Rücken. Mann, ich hab mich so verkackt gerade. Das war... Eieieiei. Hä, wo bist du? Ich finde dich einfach nicht mehr. Habe ich dir schon einen Tipp gegeben, weil ich was gegessen habe? Ich hab's nicht gehört, also wenn du gerade was... Kann ich mal ganz kurz nochmal Game Mode 1 geben, weil ich komme hier nicht mehr raus. Ja klar, dann... So jetzt. Okay, wo bist du denn? Irgendwo, wo du nicht mehr rauskommst, war es dann gerade in der Nähe wahrscheinlich. Mal gucken. Weiß? Nee, es war ohne Spaß. Ich hatte dich quasi schon, aber dann bist du weggerannt. So viel... Da unten bewegt er sich! Da... Oh Gott. Ich darf sneaken, was? Ja, ich hab's gesehen. Oh Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, ja, jetzt haben wir beide, also du hast quasi die erste Runde gewonnen, weil du hast wesentlich länger gebraucht. Ich hab wesentlich länger gebraucht, um dich zu finden. Und ja, dann gehen wir jetzt gleich in die zweite Runde. So, Leute, jetzt bin ich wieder dran mit dem Verstecken. Und, 30 Sekunden Zeit, wie immer. So, ich tu vielleicht hier mal eine falsche Fährte locken für den Pad. Ja, wo könnte da denn hingehen? Sollte nochmal erwähnt werden. Ja, das finde ich gut, dass du das machst. Aber, Ich finde dich gar nicht. Moment mal. Nee? Ich dachte gerade, Pat hätte mich schon gesehen. Ah. Nein. Also, ich kann mal sagen, ich sehe dich gerade nicht. Also, ich bin da ehrlich. Und sehe dich gerade nicht, lieber Pat. Du bist locker gerade die ganze Zeit hinter mir und verfolgst mich. Ja, genau. Sicherlich, Pat. Aber... Hä? Aber ohne Spaß, wo bist du? Mann, locker bist du die ganze Zeit in meiner Nähe und deshalb fragst du auch die ganze Zeit so... Ja, ich glaub's auch. Heilige Makrele, das kann echt nicht wahr steinern gerade. Jetzt mal ohne Spaß, wo bist du, Pat? Ich weiß nicht, wo du bist. Das ist ja auch der Sinn von hier. Finden. Was ist Symphony? Hä? Sein Garten bin ich ein bisschen überfragt. Wirklich? Ich hab dich gerade oben auf dem Rand der Map gesehen. Also ich glaube, ich kann aufgeben, weil die Runde habe ich eh verloren. Als ob du mich nicht siehst. Hallo, du hast mich doch... Soll ich dir einen Tipp geben, wieder? Ja. Ja, ich bin am Boden. Auf der Map. Hä? Buh! Jetzt hab ich in dir... Ah! Was? Wo warst du? Ja, ich war überall, Pat. Das kann echt nicht wahr steinern. Also ich bin hier... Also anfangs war ich da ganz hinten rechts und dann bin ich immer so auf den Boden gekriecht, ne? Ja. Und bin so rumgewandert. Als ob. Okay, ich würde sagen, die Runde geht an mich und, Cheats 1-1, ne? Oh. Ja, entscheidende Runde, oder? Genau, wenn ich jetzt gewinne, dann geht's an mich und dann sehen wir uns gleich wieder, gell? Pat, du kannst losgehen. Dann gehe ich los. So, und gerade eben, wie fand ihr die Taktik, dass ich so ein bisschen rumgelaufen bin? Anscheinend war die ja gar nicht so verkehrt. 29, 30, mal gucken, ne? So, direkt mal von oben hier gucken, ob man hier irgendwann sieht, hat man die beste Sicht mitunter. So, hier vielleicht. Hallo, Pat, bist du da? Hallo? Nee. Mal gucken. Aber du bist auch schon wieder so... auffällig ruhig, ne? Ich war jetzt eigentlich schon überall wieder. Das ist echt Hardcore, die Runde bislang, ne? Mit dem Thema, sag ich mal. Oh, vielleicht hast du einen richtig mies gemacht und bist oben auf der Kante drauf. Was denn? Nein, bin ich nicht. Wo ist Pat? Ich sehe... Oh. Komm her, du kleiner Frechdachs. Ich hab dich gesehen! Komm her! Wo ist er?
hab dich gesehen, nein! Ich hab dich gesehen, aber... Es ist so ein lustiges Spiel. Ich hab dich auf jeden Fall gesehen. Jetzt finde ich dich nicht mehr, jetzt habe ich dich aus den Augen verloren. Oh, oh, oh. Wo bist du? Das ist so... Leute... Wobei, ich mach kurz Time Set Day, ne? Ah, okay. Time Set Day. So, Mann, wo bist du hingelaufen? Da bist du! Nein, bin ich gar nicht! Ich sehe dich! Komm her! Nein! Kleiner Obsidian-Block! Nein! Ich sehe dich nicht, das ist alles so klein! Ey! Nein! Komm her! Ey, Leute, er tanzt mich auf der Nase herum! Ja, nicht das Spiel! Wo ist er? Ey, ohne Spaß, ich... Oh, Mann! Da hinten! Da! Jetzt aber! Jetzt! Nein! 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 Ja! Nein! Endlich haben wir ihn bekommen, nein! Leute. Das ist aber auch eine schwierige Geburt, ey. Oh Gott. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge Hide and Seek. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt Like da. Schaut jetzt auf meinem Pad vorbei. Wo ist er denn? Auf dem Boden? Oh ja. Schaut beim Pad vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.